Schaden Rico macht, also ihr könnt ihr einfach zurückspulen. Oder ich muss noch bis zum nächsten Kampf warten. Gemein, oder? Jedenfalls, ich habe also auf dem Weg, wo ich hier durchgegangen bin, durch den Dungeon, verschiedene Orte gesehen, die damit zu tun haben, aber ich habe keine Ahnung, was genau, in welcher Reihenfolge, wie. Das heißt, ich werde einfach mal gucken, was mir so über den Weg stolpert und da dann reinstolpern und dann hoffentlich lebendig wieder rausstolpern. Das Schöne ist, ich kann mir jetzt halt auch mal ein paar Doppelflares leisten, weil die MP halt nicht so stark sind. Oh ja, 44.000 ist einfach, ne? Fast so stark wie die von den Magiern. Nicht ganz so stark, definitiv nicht so effizient, aber nett. Komm. Ich glaube, die anderen machen ja mit den Angriffen auch nicht so viel Schaden wie Rico, deswegen. Wegen Hadesmagie sind übrigens Magier mit Flair in der Theorie stärker als Nahkämpfer. Denn mit MP1, wenn du die MP1-Waffe hast, dann kostet dich Zauber ja quasi nichts mehr. Und dann kannst du de facto mit einem Magier halt einfach zweimal angreifen pro Runde. Und theoretisch auch noch zweimal auf alle. Das können Nahkämpfer halt nicht. Deswegen auch zwei Magier. Weil ich mir einfach dachte, hey komm, Yuna wäre schon geil dabei zu haben. Ich meine, das könnten wir eigentlich mal machen. Yuna, komm mal hier. Anima. Alle Angriffe von Anima sollten eigentlich jetzt maximalen Schaden machen. Also zumindest die sogar normaler und ihr Weltschmerz. Das können wir als gegeben ansehen. Ich denke mal, das muss ich euch nicht zeigen. Was mich also wirklich interessiert, ist, wie viel Schaden ihre Ekstase macht. Denn ich hatte euch ja erzählt, dass mit ihrer Ekstase, mit den vielen Treffern, eine lustige Eigenschaft gibt. Und das ist eben folgende. Das ist die kürzeste Animation. Das heißt, das ganze Fäustegeballer. Das sehen wir gar nicht. Wir sehen nur die letzte Explosion. Aber das Spiel ist so nett, uns trotzdem anzuzeigen, jetzt rechnet es, wie viel Schaden insgesamt auf die Viecher draufkam. Das waren also gerade knapp 500.000. Ehrlich gesagt, erstaunlich wenig. Ich hätte mit mehr gerechnet. Allerdings kann es auch sein, dass, weil Animas Magie noch nicht voll ist, die Ekstase noch nicht ihre volle Stärke hat. Das Maximum sind, ich glaube, es sind auf jeden Fall irgendwas siebenstelliges, irgendwas in Millionenbereich. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube 2 Millionen. Aber de facto erinnere ich mich auch nicht, wie viele Diebe das jetzt genau sind, weil wir sind ein bisschen schnell zum Zählen. Also hilft nur eins: Magie maxen, schwachen Gegner suchen, ausprobieren. So. Ups. Da war der Cursor noch auf Merken. Hallo Anima. Ja, gut, dann töten wir halt mal schnell was. Oh, ich habe die Ekstase-Typen noch gar nicht umgestellt für den Mal. Das sollte ich vielleicht auch noch machen. Hatschi. Tot. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, mit ein bisschen Fantasie kann man auch so, kann man Animas Angriff auch so als Mieser drehen. Wenn man die blutböse Dunkelheit-Effekte mal ignoriert. Barmherzigkeit. Darauf bin ich gerade drauf gekommen, wegen Beast der Ekstasenhelden. Nicht Heldenruf. Meisterruf. Wisst ihr was? Eigentlich lohnt sich für Yuna inzwischen Kampfgeist auch, weil sie auch meistens Schaden macht. Weil wir die Ekstase des Magus-Trios noch nicht gesehen haben. Die ist ein bisschen schwer zu ziemlich schwer zu kriegen ohne Meisterruf, einfach aufgrund der Tatsache, dass man drei Ekstase-Leisten füllen muss statt einer. Und ja. Aber wir haben sie noch nicht gesehen und die will ich euch halt zeigen, wenn ich schon kann. Immer müssen wir uns die Beschwörungsabwehr. Ich mag das Magistrium. Muss ja sagen, sag ich immer noch. We need all your help. Warum denn der Spruch? Ist das das erste Mal, dass ich beschwöre? Kann eigentlich nicht sein. Das müssten wir schon gesehen haben mit den komischen Kommandos und so, ne? Ich darf nicht mal meine Ekstase anwenden. Also, ich darf nicht mal meine Ekstase befehlen, wie ihr seht. Deshalb sage ich einfach mal, na los. Oder bitte. Vereint euch. Das ist die Ekstase. Hoppla. Dreiecksbeziehung. Ein Schelm, wer Böses dabei.
jede Menge drei verschiedene Farben. Rot, Lila und Orange, weil das sind natürlich drei Bestien. Ich kann dieses Viecher nicht ernst nehmen. Ich meine, geht es nur mir so? Es kann nicht nur mir so gehen. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Illuminati-Jokes bitte jetzt machen. Hm? Dreieck und so. Könnt ihr den bitte sterben? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Treffer. 11 Treffer, falls ihr mir nicht verzählt habt. Ihr könnt das im Video vielleicht besser nachzählen. Ich kann diese Viecher nicht ernst nehmen zur Hölle. Macht halt schön Schaden. Ne? Ich weiß gerade nicht, ob es davon auch eine kompakte Version gibt oder ob man da die Treffer einzeln sieht. Aber, mein Gott. Jetzt habt ihr sie mal gesehen, jetzt muss ich sie nie wieder machen. Ich bin absolut ein Fan von Anima und Yojimbo. Ich mag das Magus-Trio nicht. Ich weiß, dass sie stark sein können, weil sie eben auch einander wiederbeleben können und dergleichen. Aber ich können. Wenn man Pech hat, machen sie es eben nicht. Und das halt blöd. Bitte töten sie da. Hoppla. Das war übrigens das war blauer Kern. Der ist magieresistent, wenn ich mich nicht irre. Außerdem geht ein Angriff schneller als Flare und ich weiß nicht. Ich gönn's mir im Moment. Wir werden noch genug Zauber und ernste Kämpfe sehen. Also glaubt nicht, dass das hier das höchste der Gefühle ist, was man mit 10 zu bieten hat. Ist es nämlich bei weitem. Ach, Elite quasi. Das sind die höchsten Standardkämpfe, die es gibt. Ja. Aber, erstens, die schweren Monster tauchen genau genommen im Turm der Toten mit höherer Dichte auf. Man hat zwar noch die schwachen Monster aus dem Inneren dazwischen, aber tendenziell gibt es zum Beispiel dort Morbels der Große, als hier. Dafür hat man hier halt noch den Monolithen dazwischen, die gibt's da auch. Varunas hat man noch dazwischen, die haben wir bisher noch nicht gesehen, werden wir hoffentlich noch. Ist eigentlich egal. Das sind halt Viecher, die sich selbst mit Hass belegen, zum Beispiel. Und dann irgendwas machen, was ich nicht weiß, weil sie so lange nie gelebt haben. Aber die können halt jedenfalls auch sehr unangenehm werden. Und ja. Ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen verteidigen, um euch die Angriffskräfte der Viecher zu zeigen, damit ihr mal einen Vergleich kriegt. Ne, wir erinnern euch, als wir ins Inneren waren, hatten wir irgendwie 5000 HP oder so. Wenn sie den mal treffen. Okay. Ich hätte jetzt irgendwas um die 2000 Schaden erwartet. Oder bei dem vielleicht auch nur 1000. Aber wie es scheint, ist meine Abwehrkraft ein bisschen zu hoch und ich bin für diesen Ort absolut overlevelt. War das ein Crit? Ich hoffe, das war ein Crit. Das war auf jeden Fall einer. Und deswegen, ich lasse das einfach so stehen. Ich frage nicht weiter. Ich glaube, hier links war was für irgendwas von diesem Rätsel. Glaube ich. Hallo, Dämon. Dämon und Tod. Ich habe eine Idee. Ich zeige euch mal, warum ich immer Flair verwende. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Wenn ja, müsst ihr selber nochmal durch. Oh, nicht bei dir. Spezial. Hadesmagie. Ultima. Wir werden höchstwahrscheinlich nur ein Ultima sehen. Kann ich euch jetzt sagen. Aber, stellt euch einfach vor, das wäre zweimal. Dann wisst ihr, warum ich in der Regel Flair verwende. Denn ihr wisst ja, ich bin ein würdiger Mensch. Die Zeit, die ich onscreen verbringe, gerade wenn ich zum Beispiel anhabe, möchte ich nicht mit Animationen dieser Länge verschwenden. Nicht zweimal. Da ist Flair mit Jit, Bumm viel angenehmer. Hasenfall. Was für ein Geräusch machen eigentlich Hasen? Ich weiß, im Englischen machen sie, glaube ich, Ribbit. Ribbit, Ribbit, Ribbit. Was irgendwo auch noch passt. Aber gibt es im Deutschen dafür ein Wort? Was will ich hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier will. Man hat in diesen Ruinen außerdem, wie ihr seht, keinen Zielmarker. Also ein Ort ohne Karte und ohne Zielmarker ist natürlich schwer. Vor allem, wenn man den Rückweg nicht mehr findet, dann ist man richtig am Eimer. Aber ich
habe inzwischen immerhin die Karte. Ich habe hier vor allem die Karte. Und weiß deswegen, wo ich lang muss. Aber ich schaue nur ab und zu drauf. Also zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich glaube, da links ist ein Rätsel, da habe ich nicht auf die Karte geschaut. Ich mache das wirklich nur, wenn ich weiß, dass eine Entscheidung, wenn ich sie falsch treffe, lange Zeit verschwendet. Dann mache ich das. Hier mal kurz einen Seitenweg. Muss ich nicht machen. Ich habe gesehen, dass er nicht lang war. Wieder kein Maruna. Schade. Marunas haben eine sehr ähnliche Kameraperspektive. Deswegen hoffe ich immer, oh, sind die da. Und dann immer so ein Nope. Ich könnte theoretisch auch mit allen drei Rauben als Standardangriff machen. Ich meine, es kostet dann 1, 2 und 10 MP. Mein Gott, alle drei haben inzwischen Sub-Spirit. Also ein Qual, kurz mal aussaugen, die Sache ist gegessen. Aber irgendwie finde ich das dann doch... Obwohl, warum eigentlich nicht? Ach, super. Das ist natürlich blöd, die anderen zwei Truhen verliere ich nämlich jetzt auch. Aber das halt... Ich wollte euch zeigen, wie es normal laufen kann. Und das ist so. Okay, Persos gerade sind jetzt nicht so gravierend, aber manche Dinge hier, manche Viecher hier droppen wirklich gutes Zeug. Oh nein. Pech. Das ist halt Pech. Drum weh. Weißt du, ich sag, oh, manche Viecher haben hier so tolles Zeug und dann kommt nur Schmarrn. Ich glaube, das sind die Heilwasser. Wow. Ich glaube, aus den. Ich wüsste nicht mal, was ich mir aus denen bauen sollte. Okay. Das ist halt so. Ja, komm, schnell mal wieder. Schnell mal wieder Sphero-Brett, weil. Wäre besser. Ich meine, Yuna hat ja noch ein bisschen was zu kriegen. Jetzt hier hin. Und was lernt sie da? Panzerbrecher. Ja gut, jetzt haben wenigstens alle meine wichtigen Leute Panzerbrecher. Was da unten müsste dann der Geistbrecher sein. Erinnert ihr euch noch, dass es uns so vorkam, als wären Panzerbrecher und Geistbrecher doch ein ganzes Stück auseinander? Und jetzt so mal eben auch hier und da Bob tot. Erledigt. Man, anders als in vielen Spielen, levelt man hier gegen Ende des Spiels am schnellsten. Also zumindest, wenn man den Sphero-Level pro Zeit, wenn man den Sphero-Level pro Zeit betrachtet. Der Nachteil ist halt auch, dass man halt am Ende auch sehr viel mehr von diesen Leveln braucht, um Stats rauszukriegen. Beziehungsweise am Ende sind halt gar nicht mehr die Level, die Stats beschränken, sondern die leeres Feld in Feld X umwandeln Spheros. Ich habe übrigens keine Ahnung, wenn ich... dass ich übrigens so lange warte damit, dass ich meine ganzen Spheros verwende, liegt daran, dass ich dann alle drei Charaktere auf einen, dass ich quasi alle drei Charaktere zueinander teleportiere, dass sie quasi auf einem Feld stehen und dann von dort aus quasi das gesamte Feld abgehen kann. Symmetrisch. Quatsch. Gleichzeitig, parallel. Das war das wahrscheinlich zu klein. Und dadurch, kann ich sofort sehen, wann muss ich keine MP-Spheroiden mehr verwenden, weil dann sehe ich, dann haben alle drei Charaktere sofort, sie haben alle Felder so, und sie haben auch alle Felder, jetzt muss ich dorthin, und sie kriegen die Felder gleich. Das heißt, wenn ich sehe, okay, dieser der erste Charakter hat jetzt zum Beispiel Maximum, und die anderen zwei sind auf, frag mich nicht, 980, dann werde ich nicht noch mehr MP-Spheroiden setzen. Ich meine, warum sollte ich? Wie weit kommen wir bis da? Och nee, jetzt ist das da oben rum echt kürzer. Fuck, und da drüben ist noch ein MP-Feld, wo ich gerade davon sprach. Ja gut, aber MP kann echt warten. Also MP sind so mit das, was ich als letztes optimieren würde. Vorher kommt dann sowas wie, ich weiß nicht, Abwehrkraft vielleicht. HP nützt mir im Moment noch nicht viel. Ich glaube, ich würde echt erstmal mit Abwehrkraft gehen. Abwehrkraft, Zauberabwehr. Schauen wir mal. Ich werde in der Monster... Also, die Spheroiden, die man... diese ganzen Spheroiden, die man braucht, diese Unmengen, die kriegt man alle von der Monsterfarm. Und da gibt es dann quasi ein Monster, das hat einen sehr hohen Geschickwert und droppt dann auch die Geschicksspheroiden. Jetzt mal als Beispiel.
Und ich werde dann halt mal schauen, wie gut ich gegen welche Viecher ankomme. Werde also einfach jedes Mal bekämpfen, dass ihr auch mal richtig, zumindest ein bisschen ernstere Kämpfe seht. Ich weiß nicht, wie stark die Viecher in der Monster Farm für mich dann wirklich werden. Ich weiß, ein paar, die ersten werden nicht schwer. Aber es geht, aber die Monster Farm geht sehr hoch. Ich glaube, der zweitstärkste im Spiel ist auch aus der Monster Farm. Ist außerdem das einzige Monster Farm Monster, das ich noch nicht freigeschaltet habe. Aber auch von den Monstern, die wir freigeschaltet haben, würden uns einige ziemliche Stücke reißen, glaubt's mir. Es gibt noch genug, was wir hier nicht töten können. Allein schon deswegen, weil wir nicht HP-Expander haben. Aber das ist auch. Aber es gibt. Werde ich auch schauen, ob man in der Monster Farm das irgendwie kriegen kann. Ich habe nämlich de facto gerade keine Ahnung, ob das geht. Das kann ich dann nebenbei gucken, während ich hier Kämpfe mache. Das muss ich jetzt machen. So. Fast fertig. Da ist Sammeln. Dann fehlen da oben noch die Zauber. Und dann ist Riku durch. Mit so gut wie allem. Fertig mit dem Leben, fertig mit den Nerven. Oh, die Säge hat mir fehlen massiv Spheroiden. Auch die kann man sich an der Monsterfarm besorgen, wenn man weiß, welches Monster man zetteln oder umwandeln muss. Hier gibt es sie aber nicht. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass mir die Spheroiden noch ein Stückchen halten. Habe ich irgendwo den Kraftbrecher? Oh Gott, das ist jetzt so. Nein, habe ich nicht. Dann muss ich Zettel verwenden. Die habe ich mir wohlweislich besorgt. Du da? Die Zettel funktionieren übrigens so, dass sie alle Items, die das Monster droppt, in die entsprechenden Spheroiden verwandeln. Darauf basiert auch der Trick in der Monsterfarm. Es gibt ein Item, das bei einem Vernichten 40 Items droppen würde. Basismäßig also 20. Wenn ich dem jetzt also einen Zettel an den Kopf werfe, kriegt man davon eben 20 bzw. 40 Spheros. Gibt es hier irgendwas, was ähnlich viel gibt? Ich glaube nicht. Wie oft bin ich jetzt hier hin und her gelaufen? Oder kam es mir nur so lang vor, wegen des Spheroplatzes? Egal. Der Kampf ist hier gerade so häufig. Ich würde so gerne mal anderes Zeug sehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich Mimics zu Zetteln nicht lohnen. Weil die sowieso keine Items droppen. Also droppen die danach auch keine Spheroiden. Die droppen nur Geld. Die geben nicht mal AP. Einfach nur Geld. Davon aber halt richtig viel. Und Geld bedeutet eben, man kann bestechen. Und bestechen bedeutet Items. Wenn ich meine ganze Ausrüstung, die ich hier viel nur verkaufen würde, dann würde ich auch einiges kriegen. Das ist ein Varuna. Ne? Der spawnt wirklich, da hilft nichts. Der macht immer sofort einmal Hast. Und danach tut er, ich habe keine Ahnung was. Ich gebe ihm mal einen Zettel und dann haue ich ihn vernichten. Also ich kann die Gegner hier kaum noch nicht vernichten, töten, deswegen. What? Bitte sehr? Hoppla! Naja, was soll's. Hier, Kraftzettel, bling. Lulu ist dran. Ich lass mal warten. Ich schau mal, was der so macht. Anti-Z. Okay. Also ein Gegner, der darauf ausgelegt ist, einfach nur zu nerven. Wo ist mein Raum? Da. Nerven wir mal zurück. Wenn ich Glück habe, droppt er jetzt halt so 4-5 Items. Das ist das Minimum. Bei einem Vernichten kann es entweder 0 geben oder 2. Und ich wusste, Varunas droppen irgendwas. Also mussten es zumindest 2 sein. Schade. So viele Items in letzter Zeit. Haben Glück. Glück, Pech, wie man sehen will. Kraft war irgendwo bei Tidus. Ich glaube, den hat sie gar nicht. Wunderhieb. Ability Heap. No. Muss ich wieder einen Zettel nehmen? Ich will halt auf keinen Fall unterwegs Felder liegen lassen müssen. Deswegen bin ich hier jetzt so rigoros hinter den Spheros her. Wenn ich erstmal wieder über 20, sagen wir über 30 bin, dann habe ich ja wieder Luft. Aber jetzt erstmal ist Panik angesagt. Knappen denn noch andere Spheros? Oder nur Kraft? Nö, nur Kraft. Das ist gut. Erinnert euch noch, dass Kraftspheroiden mal unsere absolut häufigsten waren? Jetzt sind sie die, die uns ständig mangeln. Schon skurril. Um Himmels Willen. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Viecher
Zeit zu droppen und ich einfach gefühlt jeden fünften Kampf oder sowas anderes als diese Viecher kriege. Ach verdammt, da hätte ich Item verwenden können. Kampfzettel. Die Zettel kosten übrigens nur 100 oder so. Die kann man ab einem gewissen Punkt im Spiel kann man die kaufen. Etwas anderes haben wir uns übrigens dadurch, dass wir die fünf Monster jedes Mal, alle Monster fünfmal gefangen haben, auch erspielt. Bei der Monsterfarm, also natürlich jede Menge Kämpfe, aber auch die Tatsache, dass durch das Monster, das wir... Okay, da können wir noch nichts machen. Merken, gegenüber von diesem kleinen Futzel. Können wir dort jetzt, dadurch, dass wir dieses Monster gezüchtet haben, für das es fünf von jeder Sorte braucht, haben wir nicht nur die Dunkelkristalle bekommen, sondern auch die Erlaubnis von Sprengsteroiden zu kaufen. Die kosten, glaube ich, 10.000 das Stück. Sind also relativ teuer. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Sie entfernen ein Feld. Und der Effekt dieses Feldes auf allen Charakteren, die es freigesetzt haben, geht verloren. Wenn ich aber jetzt also zum Beispiel ein Angriff plus 4 Feld Angriff plus 1 Feld lösche und dann Angriff plus 4 Feld hinzufüge, dann mache ich Angriff plus 3 Gewinn. Und das ist sozusagen die letzte Optimierungsstufe, die man auf dem Sphärobrett machen kann. Man geht das gesamte Sphärobrett so durch, dann geht man das ganze Sphärobrett nochmal durch, macht die leeren Felder frei und entweder dann in einem dritten Durchgang oder gleich zusammen mit dem zweiten, das muss man selbst wissen, wie es um die Mittel einfach bestellt steht, löst man die schwachen Felder alle auf und ersetzt sie durch starke. Und bis man dann wirklich nur noch plus 4er Felder hat, das ist natürlich auch immer sehr schwierig mit der Gewichtung dann, wenn man bei Charakteren noch kleine Unterschiede hat. Deswegen will ich die auch lösen, bevor ich irgendwie mit dem Feldersetzen anfange. Das heißt sowas wie da oben bei Jonglieren. Sphäropässe habe ich inzwischen sehr, sehr viele und ich weiß, wo ich jede beliebige Sorte herkriege. Das heißt, ich kann überall auf das Sphärobrett hin. Und selbst diese kleinen Randfelder, die dann nur Angriff plus 1, Magie plus 1, Zauberabwehr plus 1 oder so geben, oben bei Jonglieren, selbst die hole ich mir. Einfach damit ich weiß, dass jeder Charakter wirklich die gleichen Felder hat. Schon wieder in der ersten Truhe ein Kampf. Gott, hab ich ein Pech. Es sind schon 7, 8 Truhen, die verschwunden sind. Das heißt, oh weia, viel ist nicht mehr drin. Und schon wieder dieser Kampf. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Also, es gibt hier so schöne Kämpfe. Also, nein, das heißt schöne Kämpfe. Es gibt halt Kämpfe, wo man nicht erst rauben, zetteln und dann, zwei Viecher töten muss. Es gibt Kämpfe wie den Morbol, die einfach schnell vorumgehen. Ja, es gibt Kämpfe, die schneller vorumgehen. Das ist das Hauptkriterium. Denn ich glaube, nichts hier hält mich aus, groß. Aber wie gesagt, das ist einfach nur, damit ihr die Omega-Höhle seht. Ich habe bisher die ganzen Gebiete gezeigt. Da will ich auch sonst alle zeigen. Und hier liegt übrigens Kampf. Oh, Meister Tombri. Oh, der könnte uns noch gefährlich werden. Wenn wir ihn nicht mit einem Schlag töten. Goodbye. Goodbye. Okay, wir töten ihn mit einem Schlag. Der kontert wieder. Und ich glaube, meine Leute haben inzwischen so einige Monster auf dem Gewissen. Und deswegen vielleicht nicht so toll, dann einen Fluch aller zu fressen. Mir fällt gerade ein, dass ich die Art, wie ich level, auch nicht gezeigt habe. Das ist auch verloren gegangen. Das will ich... So, hier. Band 26. Meister. Das bedeutet Albert Meister. Ich habe alle Lexika. Dafür werde ich auf dem Luftschiff von drin auch eine Belohnung kriegen. 99 von irgendeinem Item. Ich habe keine Ahnung welchen. So toll war es jedenfalls nicht. Ja. Haben wir halt auch abgehakt. Wir haben alle Dingetons. Und bis auf zwei, nämlich das in Makalania und das in dieses hier, haben wir auch alle von selbst gefunden, was ich schon ganz anständig finde. Scheiße auf die Kampftheorien, das mache ich wirklich in der Monsterfarm. Es geht mir jetzt auf die Nerven, schlecht den Zettel zu verwenden. Wandlerwaffen habe ich leider keine, soweit ich weiß.
Und selbst wenn, würde ich halt keinen Schaden mehr machen. Das ist halt blöd. So. Ich muss hier jetzt irgendwo ein Feld finden, um diese Druckplatten, Wand berühren, Dinger zu aktivieren. Und ich habe keine Ahnung, wo dieses Ding ist. So, das Schöne an diesen Kämpfen zugegebenermaßen ist, dass sie wirklich meistens mit ziemlich genau 3 Angriffen ausgehen. Je nach Mimik mit einem Angriff oder Zauber und einem Clown und einem für den Saurus. Das heißt, jeder kriegt Erfahrung. Jetzt ist Riku natürlich auch die dran ist. Die einzige, die ich nicht zocken. Nevermind, ich habe nichts gesagt zum Thema physische Abwehr. Ach so, ja. Solaris-Waffe schlägt durch die Abwehr. Ja, super. Also nicht komplett, aber halt ordentlich. Ich bin da nicht ganz hinter, was da... Wie weit die jetzt Abwehr ignorieren oder... Alles bisschen Panzerzustand, nicht Panzerzustand. Panzerzustand natürlich nicht. Hinterhalt. Nehme ich in Kauf. Endlich sehe ich, gibt nochmal Handel. Na gut, sie hauen halt zu und treffen. Ich bin beeindruckt. Oh, sie hat. Ach ja, die halten ja so richtig was raus. Wie viel haben die denn? 45? Oh, ernsthaft. Na gut, Juna. Dein Typ ist eigentlich bestechen. Die werden bestimmt teuer zu bestechen. Dein Typ ist gefragt. Bumm. Und kaputt. So. So einfach kann es gehen. Ich hatte jetzt auf einen Hauch gehofft, ist klar. Wo die Viecher schon mal dran waren. Aber das Glück ist nun wieder nicht hold. Wow. So. Selbst die Luna trifft inzwischen viele Viecher. Undenkbar, Mann. Bis vor unserer Level-Session. Aber ich glaube, sie hat da auch schon ab und zu mal eins getroffen, aber... Also, das hier ist jetzt wirklich schon... Wir sind jetzt tief im Endgame. Kann man das drücken, oder ist es auch wieder nur... Das ist auch in der... Nein! Oh, ah! Nochmal anquatschen. Nein, Symbol. Okay, gut. Jetzt haben wir das Symbol offen. Super. Jetzt zurück zu dem kleinen Futzelweg. Der war hier irgendwie so rechts runter. Hey! Todesabt! Verdammt. Ich vergesse immer, dass sie eigentlich ja mit einem Charakter noch EP will. Bom. Hat auch gute Abwehrwerte. Bei Yuna sieht man das, bei Lulu sieht man das ja noch. Aber. Naja. Bei ihrer Angriff war trotzdem gut genug. Auch ohne Abwehrdurchschlag. Ja, nee. Die mache ich nicht per Hand. Also den schon. Aber die so kleinen da waren es bestimmt nicht. Ah, das mal wie. Warum setze ich das eigentlich ständig zurück? Das ist blöd. Ups, nein, nicht Ultima. Ist hier wieder ein Viech drin, ne? Haben wir noch einen Viechschatten gesehen? Ja, okay. Sie ist doch noch einen Tacken weg vom Maximum. Aber ihre Magie ist ja auch noch einen Tacken weg vom Maximum. Ich meine, unsere Bestie wertet dich da Maximum 255. Wir sind gerade noch auf der Hälfte. Ich glaube, sie steht bei 150 Magie, 160 höchstens. Überlegt mal, wie viel Luft da noch nach oben ist. Also. Oh, verdammt. Was habe ich denn da bekommen? Leider bei Mario war. Der kann nicht weg. Nee, warte. Der gegen. Oh Gott, ich muss verkaufen. Das macht keinen Sinn. So. Ja, das ist blöd. Ich werde hier noch etliches an Ausrüstung kriegen und. Ich werde die jetzt halt nicht los. Ist blöd. Ja, das ist Pech. Müssen wir uns jetzt jedes Mal durch das Menü kämpfen. Das tut mir leid. Aber es ist halt so. Ich wünschte, man könnte einfach nach unten durchscrollen oder die Befehle sortieren. Kann man aber nicht. Also, man kann sie nicht umsortieren, meine ich. Die sind halt automatisch irgendwie angeordnet.